Besonderheiten vom Signal-Iduna-Park zu sprechen, ist, ich finde, relativ einfach. Ich bin seit 2008 hier Trainer, das ist jetzt auch nicht gerade seit gestern, das Stadion hieß in meiner Amtszeit noch nie anders. Also das ist für mich ist das natürlich Heimat und bin ganz froh, dass ich mich da auch nicht umgewöhnen muss, weil ich finde das nicht problematisch, dass Stadien im Laufe der Jahre andere Namen bekommen. Ich finde es nur problematisch, wenn sie ständig wechseln, weil wenn du nie weißt, wenn du ins Navi eingibst den Namen und hast dann das Gefühl, irgendwie könntest du jetzt in 5 verschiedenen Städten rauskommen, finde ich das schwierig. Also das mag ich schon mal. Und zum anderen ist es einfach so, dass alle positiven Erinnerungen, die ich mit Borussia Dortmund ein Leben lang verbinden werde, im Signal Iduna Park stattgefunden haben. Und dementsprechend hat es für mich natürlich einen unglaublich großen Wert. Und was ich an diesem Stadion liebe, ist, dass es Tradition, dass man in jedem Moment wirklich die Tradition spürt, die hier drin steckt und er die Zukunft trotzdem nicht verhindert. Weil wir einfach, wir können das nutzen, was schon unsere Ahnen sozusagen genutzt haben und trotzdem uns nach vorne orientieren. Das macht großen Spaß und es waren hier außergewöhnliche Momente, die wir erleben durften und dementsprechend finde ich, und ich war jetzt in ein paar Stadien, war noch nicht in allen weltweit, aber in einigen, es ist das schönste Stadion der Welt für mich. Es ist wirklich der Ort, wo die größten Emotionen möglich sind. Finde ich persönlich ziemlich cool.